sondern da sorge ich erstmal dafür, dass ich meinen Mund reinige. Und das kann ich durch das Ölziehen machen. Immer wenn das Öl Kontakt mit der Schleimhaut gibt, hat es eine Absorption ins Öl. Das ist hochtoxisch. Ich schicke ja alles sowas weg. Ich lasse ja alles untersuchen. Und diese Toxizität, die da sich jetzt sammelt in 10 Minuten, die habe ich auch nicht in die Toilette zu schicken oder in das Waschbecken. Das mache ich in ein Tempotaschentuch und schmeiße das auch weg. Und danach wird kräftig der Mund wirklich mit einer fluorfreien Zahnpasta oder ein bisschen Basenpulver auf die Zahnbürste und dann wirklich die Zunge mal schrubben. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Jörn Schumann und ich interviewe heute Dr. Petra Wiechel zum Thema die Leber. Und zwar schauen wir uns die Entgiftungszentrale mal genauer an. Wir schauen uns an, was der Leber schadet und wie man sie wieder in Topform bringen kann. Und da kann ich niemand Geringeren begrüßen als die Dr. Petra Wiechel. Hallo Petra, schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, und es freut mich, dass so eins deiner Lieblingsthemen, dass ich das auch mit dir besprechen kann, und zwar die Leber. Und ja, vielleicht kannst du noch mal kurz und knapp sagen, was verbindet dich mit der Leber, mit der Gesundheit der Leber? Welchen Stellenwert nimmt das ein? Also im Verständnis, wenn man überhaupt das Verständnis aufbringen möchte, warum Menschen krank werden, dann muss man natürlich ein bisschen zurückgehen, weil ja der Körper auf eine gewisse große Ordnung und Systematik angewiesen ist, um auch Gesundheit zu erhalten. Und die Leber ist ein Organ, die spielt eine so große zentrale Rolle, ackert aber auch 24 Stunden im Verborgenen, ohne dass wir nur irgendetwas davon registrieren. Und in dem Sinne, dass die Leber eigentlich als zentrale Stoffwechseldrehscheibe für uns heute, ich habe neulich eine Zahl gelesen, es ist unbegreiflich, an 900 Funktionen für den menschlichen Organismus gewährt, reguliert, zur Verfügung stellt, Entgiftung und wie es auch alles damit zusammenhängt, ist es so zentral, dass alles, was von ihr abhängt, natürlich auch damit im Gleichgewicht bleiben kann. Und meine Erfahrung in diesen 30 Jahren ist, und deshalb haben wir hier in der Klinik zum Beispiel diese Leberentgiftungswoche entwickelt, so die Menschen kommen, die früher mal sehr krank waren und einfach auch wissen, wie wertvoll es ist, sich diese Zeit zu nehmen und hier wieder immer eine Entlastung und Gleichgewicht zu schaffen. Und im Rahmen dessen habe ich eigentlich jetzt einen Beobachtungsvorlauf von wirklich vielen, vielen Jahren, dass wenn ich mich darum am Anfang gut kümmere, kann das andere erstmal wieder in eine richtige Balance kommen. Ob das Blutdruck ist, ob das eine Durchblutungsstörung ist, ob das die Migräne ist oder der Rheumaschmerz, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber die Leber hat bei allem mitzureden und es gibt nicht tausend Krankheiten mit tausend verschiedenen Dingen, sondern die Leber ist bei allen dabei. Und sie hat für mich so den Stellenwert einer Mutter. Und eine Mutter ist auch so selbstlos, so fürsorglich, so immer darauf achtend, was es braucht, was zurückgefahren werden muss. Die Leber ist involviert in den Hormonstoffwechsel, die Leber ist involviert in alle Stoffwechselprozesse, die ist involviert in die Immunabwehr, die ist involviert in die Fettverdauung. Und das ist so elementar wichtig für mich, dass Menschen, die herkommen mit großen Themen, die müssen sich Zeit nehmen und die müssen auch mit so etwas starten, damit ich morgen wieder auf eine Organkompetenz, das ist ein Wort, das mir eben erst einfällt, wieder zurückgreifen kann, die wir brauchen, um die Prozesse auf allen Ebenen, auch auf zellulärer Ebene, wieder langsam zu korrigieren. Denn mehr kann ich ja von außen gar nicht tun. Ich kann ja als Arzt nur verstehen, warum war es hier möglich, dass diese Erkrankung überhaupt eine Chance hatte? Und wenn die Erkrankung sichtbar wird durch ein Symptom oder durch ein klinisches Bild, dann heißt es nicht, dass sie gestern erst irgendwie sich entwickelt hat, sondern sie hat immer einen Vorlauf von Wochen, Monaten und oft auch Jahren.
Der Körper kam in die wirkliche langsame Enge. Gewisse Belastungen oder Fehlregulationen, die zu Fehlfunktionen werden, in der Anpassung ans Leben nicht mehr kompensieren kann und damit nicht mehr sein Gleichgewicht halten kann. Also das ist das Verständnis für das, was den Körper überhaupt ausmacht, in seiner unglaublichen Vielfalt das Leben jeden Tag zu erfinden, jeden Tag zu regenerieren. Das Auge braucht 2 Tage, nur die Darmzelle 2 Tage, aber Herz-Kranz-Gefäße 7 Monate, die Leber braucht 1 Jahr, die setzt sich mehrmals um. Das heißt, wenn man das involviert in einen auch Prozess, wieder gesund werden zu wollen, dann muss man dem auch erstmal zusprechen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und desto größer und desto schwerer die Krankheit, desto wichtiger denn je sind diese Prozesse, immer in den Prozess zu involvieren. Und deshalb ist das so für mich heute eine ganz klare Normalität, auch wenn da Leberwerte gut sind, dann weiß ich natürlich durch das, was der Patient mir erzählt und die Vielfalt der Symptomatik, da stimmt was nicht. Und die Leberwerte werden ja erst dann auffällig, wenn schon die Leber nur noch zu einem... Die Leberzelle nicht mehr geschlossen ist. Ne? Also wenn Enzyme hochgehen, die Transaminasen hochgehen, die Gamma-GT hochgeht, dann ist die Leberzelle nicht mehr geschlossen, dann ist sie offen, dann lässt sie diese Enzyme raus. Das heißt, sie ist dann schon in einer gewissen auch eigenen Schwäche. Mhm. Und wenn du jetzt die Funktionalität der Leber ansiehst, so sie schafft mit 100%, ich teile ja immer alles ein in 1 bis 10. Es fällt mir hier schwer. In der Schweiz ist es genau immer umgekehrt. Die 10, bei uns ist 1 die beste und 10 ist für mich die schlechteste. Und hier ist es immer umgekehrt, wie in der Schule. Aber also ich wage fast zu beobachten, dass so, da muss schon ziemlich viel an Kompetenz verloren gegangen sein, wenn Leberwerte ansteigen. Aber nichts ist auch so schön, das Wissen darum, wie es entsteht, zu behandeln. Die Leber zu behandeln ist toll, weil du kannst dem Patienten richtig zeigen, wie sich das alles zunehmend verbessert, was natürlich auf anderen Ebenen viel schwieriger ist. Und das motiviert Menschen unglaublich. Und mir fällt gerade ein junger Mann ein, der kam und sagt, Frau Wiesel, ich habe immer hohe Gamma-GT-Werte. Und jeder sagt mir, ich trinke. Und wissen Sie, wenn jemand einen Rotwein trinkt, dann gehe ich schon weit weg, dass ich bloß nichts einatme, weil ich trinke nicht und die Werte sind so hoch und immer muss ich zum Doktor. Hohe Gamma-GT-Werte, das ist ja ein Enzym, was Alkohol abbaut. Und da war sehr schnell klar, dass der so ein Leaky Gut-Syndrom hatte, das heißt, die Schleimhautpermeabilität des Darmes war groß und der hat die ganzen Fuselalkohole. Der hat abends immer sehr viel Obst gegessen und dann gärt das, dann entstehen Fieselalkohol. Die sind alle zur Leber. Das sind 2000 Liter am Tag. Und die Leber war einfach überfordert mit diesen Sachen. Und der hat hier eine absolute, jeden Tag Darmtherapie bekommen. Wir haben das Leaky Gut wieder geschlossen und seitdem ist nichts mehr mit erhöhten Gamma-GT-Werten. Aber man muss das natürlich verstehen, wovon ist die Leber abhängig. Und das war schön, dass der von so einer Last endlich mal befreit hat und auch mit Freude mal wieder nach einem Glas Wein gelächzt hat und das auch gerne genießen konnte, weil sein Darm wieder im Fokus oder im Gleichgewicht war. Zum Thema Darm und Leber hätte ich nachher noch eine Frage. Wir noch vielleicht noch zum Einstieg. Du hast gesagt, an 900 Funktionen bzw. Prozessen ist die Leber beteiligt. Was sind so die wichtigsten Aufgaben? Na, erstmal ist es ja die ganze Stoffwechselökonomie. Dass die Leber koordiniert den gesamten Stoffwechsel. Und Stoffe wechseln da, wo sie übergehen. Das heißt, im Rahmen der zellulären Energieversorgung, in der ganzen Verdauung der Fette, in der Bereitstellung vom Insulin, in der Verarbeitung auf zellulärer Ebene, in der Aufspaltung von Eiweiß, genug eiweißspaltende Enzyme. Die Leber ist eigentlich an all diesen Funktionen mitbeteiligt. Ne?
Dann die Frage der des Hormonstoffwechsels, der Regulation. Die Leber ist wesentlich daran beteiligt, genug Gallensaft zu produzieren, genug Cholesterin zu produzieren. Cholesterin ist eines der wichtigsten Baustoffe, die überhaupt die Zelle haben kann. Sonst würden wir sterben sofort, wenn wir nicht ausreichend Cholesterin hätten. Und Cholesterin ist sowas von wichtig, dass die Natur gar nicht will, dass du Eier isst oder Eigelb zu dir nimmst und cholesterinhaltiges, sondern sie produziert es genug über die Leber. Und wenn die Leber genug produziert, dann macht es Sinn, weil sie braucht, der Körper hat den Bedarf für mehr. Und so ist sie mitbeteiligt natürlich auch als wichtigste Recycling-Entgiftungsanlage für den menschlichen Organismus, der natürlich für die Entgiftung nicht nur die Leber hat, aber die Leber bereitet es vor, denn alles, was fettlöslich ist, muss wasserlöslich gemacht werden und das ist die Aufgabe der Leber. Und nur dann kann es über die Nieren ausgeschieden werden, wenn der Mensch auch ein gutes Trinkverhalten hat. Und so arbeitet im Körper eigentlich jeder immer in der Voraussetzung, dass er für den Nächsten die Aufgaben macht, damit der andere wieder in seinem Stoffwechsel eigentlich ungehindert diese Dinge bearbeiten kann. Das ist das Speichern auch, ne? Das Ferritin ist das Speichereisen, die ganze Frage des Vitamin K, der Antikoagulantien. Das ist alles die Aufgabe der Leber, für diese Koordination auch der Blutgerinnung zu sorgen. Und somit, glaube ich, ist das ein Organ, das ohne die Leber wird ganz viel aus den Fugen geraten, ohne die Kraft auch der Leber. Die Leber steht auch so für die Leichtigkeit. Nicht Leichtigkeit, mehr Leichtheit. Leichtheit ist besser, weil wenn die Leber nicht in ihrer Funktion stark genug ist, dann ist mir schwer im Körper. Dann habe ich schwere Beine, die möchte ich am liebsten nach oben legen, wenn ich nach Hause komme, weil natürlich 2000 Liter Blut bedingungslos von der Leber bearbeitet werden müssen. Und wenn es da Stagnation gibt, gibt es immer den Rückstau nach unten. Sodass man jede Krampfader auch immer verstehen muss, jede Hämorrhoide verstehen muss im Rahmen der Zirkulation des Leberstoffwechsels. Das ist immer das Ende eines geschlossenen Kreislaufsystems, solche Hämorrhoiden zum Beispiel. Wenn Menschen merken das auch, wenn sie Gebratenes essen, kriegen sie wieder Hämorrhoiden oder Entzündungen an der Prostata. Und das sind alles Dinge, wo die Leber involviert ist. Du hast gerade gesagt, die Leber ist auch ein großer Nährstoffspeicher. Was sagst du denn zum Thema Leberessen? Da gibt es ja die eine Seite, für die Leber ein absolutes Superfood ist. Und die andere Seite, die sagt, die Leber ist ein Entgiftungsorgan. Das heißt, die ist auch noch mit Toxin belastet. Man sollte es unter keinen Umständen essen. Voraussetzung natürlich, also wir sprechen überhaupt nicht von Massentierhaltungsprodukten, sondern nehmen wir mal an, das ist eine Leber eines Wildtieres oder eines Weidetieres, was im Rahmen der Bedingungen ein einigermaßen artgerechtes Leben hatte, wenn man das so sagen darf. Hast du dazu eine Meinung? Ja, klar habe ich dazu eine Meinung. Ich selber bin die es allein auch gar nicht liebt oder mag. Aber ich habe natürlich auch die Erfahrung und gebe auch den Rat oft weiter, wenn Menschen diesbezüglich auch mehr Substanz und Kraft, die ganzen Phospholipide, das sind ja Formen der Fette, die gerade für die Leber, für die ganzen 100.000 Millionen Zellmembranen unglaublich wichtig sind. Und es gibt ja manchmal auch Leberkapseln, da ist das dann noch verpulverisiert und verkapselt. Ich finde es dann immer viel, viel ehrlicher, wenn man eigentlich das auf dem Teller hat und einfach so eine Mahlzeit einmal die Woche oder so einbaut. Aber die Hochwertigkeit wird immer wieder auch diskutiert, wie wertvoll es ist für Menschen, gerade in dieser Richtung, die sehr schwach sind, die immer wieder Ferritinmängel haben. Das hat ja auf der anderen Seite auch wieder Ursachen. Aber um das Organ Leber zu stärken, da gibt es gar keine Frage. Bei den Indianern wurde Hundeleber in roher Form als höchstes, das war das höchste Geschenk für einen Gast, weil man wusste, dass so viel Kraft und Energie und Widerstandsfähigkeit natürlich damit
den Menschen auch gegeben wird. Und das würde ich überhaupt nicht verneinen, wenn es natürlich aus einer, ich muss das schon wissen, das ist ein Ausscheidungsorgan, das ist ein Entgiftungsorgan, das ist das, was zuerst auch aufnimmt. Ne? Mhm. Und deshalb ist es schon ganz wichtig, die Form der Qualität oder der Bioleber. Okay, und eine, sagen wir mal, hochqualitative Leber ist dann nicht oder kaum belastet sozusagen. Kann man das ja, so? Natürlich. Ich meine, die Leber hat ja Entgiftungsaufgaben, aber die muss sich ja auch selber schützen können. Ja. Das heißt, wenn wir Untersuchungen machen und schauen, warum haben Menschen eigentlich so viel Erkrankung entwickelt, dann kommen wir ja oft auf den Prozess, dass sie eigentlich vielleicht in dem einen oder anderen Zinkmangel, B-Vitaminmangel, Magnesiummangel, Glutathion, sehr, sehr unzureichend. Das sind ja alles Voraussetzungen, dass die Leber überhaupt durch die Phase 1 in die Phase 2 vorbereiteter entstehen in dem Zwischenprodukt hochtoxische Zwischenprodukte, die Leber selbst wieder sehr schädigen, weil sie die Voraussetzungen nicht hat, in die Phase 2 zu gehen. Das heißt, diese Dinge kann man angucken, die kann man untersuchen und muss natürlich dann auch schlussfolgern als Arzt und das in Bezug setzen. Und das sind Dinge, die dann oft auch mal den ersten Anfang brauchen, um die Leber selbst wieder zu entlasten. Wie viele Menschen haben Verdauungsbeschwerden, weil die Leber zu wenig Gallensaft produziert? Und das sind aber wesentliche Voraussetzungen, dass so ein Darm, der integriert ist in das große Entgiftungssystem Mensch, wenn der blockiert ist 2 Tage, dann hat das einen unglaublichen Rückstau an Intoxikation für die Leber wieder selbst. Und deshalb ist es mir so wichtig, das zu erkennen und das auch wirklich an den Anfang jeglicher weiterer Therapie zu setzen. Auf die Reihenfolge bzw. auch auf die Entgiftungsphasen der Leber können wir ja nachher nochmal genauer eingehen. Noch eine letzte Frage zu dem Thema Leberessen. Du hast gerade die rohe Leber auch angesprochen. Mhm. Das würdest du aber wahrscheinlich aufgrund der Parasitenproblematik nicht mehr empfehlen. Nee. Nee. Weil nichts rohes, gar nichts rohes. Du meinst kein rohes Fleisch? Kein rohes Fleisch und auch kein Fisch, um Gottes Willen. Okay. Also alle Leute, die Sushi essen, hört am besten damit auf. Der Fischbandwurm kann 17 Meter nehmen. Guten Appetit. Ja, gibt es auch schöne Bilder. Einfach mal schauen. Okay. Du hast auch vorhin gesagt, dass die Leber an so gut wie jedem Symptom beteiligt ist. Könntest du das vielleicht sagen, was so die Hauptsymptome sind? Man sagt ja zum Beispiel, die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Aber was sind so die, sagen wir mal, die Hauptsymptomatiken unserer Zeit, wo auf jeden Fall die Leber eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt? Das ist schon ein ganz großes Thema, was du ansprichst, dass der Schmerz der Leber die Erschöpfung ist. Mhm. Das ist ja ein ganz großes, kausales Thema überhaupt. Und wir dürfen alle nicht vergessen, dass das, was wir heute oft so an Chemie-Cocktail zu uns nehmen, sind ja manchmal Paletten von Medikamenten, das ist Belastung eines Leberstoffwechsels. Das ist ein ganz großes Thema, das darf man nicht unterschätzen, wenn man in eine Erschöpfung überhaupt hineingehen will und verstehen will, warum ist dieser Mensch erschöpft. Aber das andere sind natürlich wirklich alle Verdauungsstörungen in jeglicher Hinsicht, was so permanent immer wieder eine Verdauungsunregelmäßigkeit provoziert, weil die Galle ist diejenige, die Peristaltik des Darmes stimuliert. Und wenn ich nicht genug Gallensaft habe, dann kann ich natürlich auch keine gute, regelmäßige Verdauung wie eine biologische Uhr erwarten. Das andere ist, dass natürlich auch die Toxizität, gerade so rechtseitige, halbseitige Kopfschmerzen, Migräne mit der Leber verbunden sind. Augenprobleme immer mit der Leber. Das Auge und die Leber stehen in direktem Kontakt. Und wir haben in einem anderen Video besprochen, inwieweit so die Fachspezifik doch eigentlich oft schade ist, weil sie nicht darüber hinwegguckt. Auch eine sich entwickelnde Katarakt, ein grauer Star, auch eine Erhöhung des Druckes. Wie ist denn die Fließeigenschaft des Blutes?
Wie kann Tränenflüssigkeit ab? Das ist eine Frage der Leber. Die Leber entscheidet über all diese Fragen. Und man kann das nicht behandeln lokal. Man muss diese Dinge auch verstehen. Wie ist das gesamte Stoffwechselgeschehen? Und das ist nicht allein damit getan, nur, wie gesagt, das an den Leberwerten wert zu machen. Genau, Schmerzen, Entzündungsschmerzen, entzündliche Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ganz wichtig, die Energie wird von der Leber dem Herzen zur Verfügung gestellt. Und das ist unglaublich wichtig, dass man diese Dinge immer auch, man kann ja auch sagen, mitbehandelt und auch weiß, dass es dem Herzen nur immer, dass das Herz gesund bleiben kann, wenn ich auch die Verdauung im Blick habe und die Leber im Blick habe. Das kann nicht losgelöst nur am Herzen sich abspielen, weil ob das Herz in eine Rhythmusstörung geht oder nicht, ob Kalium ansetzen kann oder Magnesium, hängt damit zusammen, ob ich überhaupt genug resorbieren kann, ob ich genug aufnehme und ob es dann weiter gut verstoffwechselt wird und wohin es auch gelenkt wird. Also der Körper behält sich die Priorität bitte alleine vor, was wird wann in welcher Dominanz auch gebraucht. Und da geht schon mal irgendwas anderes leer aus. Und dann merken Sie das an nächtlichen Krämpfen. Aber er hat die Priorität des Tages zu bedienen und vor allen Dingen auch für das Blut eine gewisse Stabilität zu schaffen. Aber wenn er das nicht mehr kann, wenn er das nicht mehr gewährt, wird sich im Körper was verändern müssen. Interessant fand ich, dass du die Augen gerade angesprochen hast. Könnte man sagen, dass wenn jetzt jemand merkt, okay, ich bräuchte vielleicht eine Brille, ich sehe nicht mehr so scharf, dass man auf jeden Fall da in die ganzheitliche Betrachtung auch die Leber mit einbeziehen müsste auf jeden Fall und vielleicht die mal einfach unterstützen und ihr wieder die Stoffe zur Verfügung zu stellen, dass sie auch wieder richtig arbeiten kann. Ja, also nicht mehr so ganz gut zu gucken und seinen Visus zu verbessern, braucht ja mehr als vielleicht nur das, weil das Auge lebt ja jeden Tag am Limit, muss man schon so sagen. Also das Auge hat eine unglaublich schnelle Regenerationsleistung, hat einen unheimlich hohen Bedarf antioxidativ und das Auge wird ja aufgehängt durch Muskeln. Und diese 8 Muskeln geben die Augen synchrone Bewegung, gewähren sie. Und wenn diese Muskeln in Anspannung kommen, ne, so ich bin immer konzentriert, ich gucke PC-Arbeit, ich stehe unter Druck, unter Stress und so weiter, dann hat der Muskel eine schlechtere Zirkulation, eine schlechtere Durchblutung. Und im Rahmen dieser muskulären Anspannung wird das Auge auch anders versorgt. Also da muss schon der Sauerstoff präsent sein, sonst nimmt das Auge es langfristig unglaublich übel. Und diese ganze Verbesserung der Mikrozirkulation ist natürlich ein ganz großes Thema, auch an den Augen, immer für eine gute Durchblutung zu sorgen. Und ich arbeite sehr gern bei diesen Patienten, ganz abgesehen davon natürlich auch zu verstehen, Leberstoffwechsel, aber dass sie einfach Augentropfen reinnehmen, die Augenmuskel entspannen und dann machen die Augenübungen. Nach links, nach rechts, aber ganz konzentriert, damit, wenn das Auge nach links guckt, muss ja der linke Muskel ziehen und der andere muss länger werden und der andere muss dann ziehen nach rechts und der andere muss länger werden. Das heißt, im Rahmen der Entspannung kommen die Augenmuskeln wieder gut in eine Entspannung und das Auge wird besser durchblutet. Das ist ein ganz großer Punkt. Und dann natürlich auch die Mikrozirkulation zu verbessern der Augen, die Durchblutung zu verbessern, die Abwehr, die Schleimhautabwehr zu wissen. Das kann man an einer Stuhluntersuchung analysieren. Wie ist das sekretorische IgA? Das macht die Schleimhautabwehr aus. Das Auge hat 24 Stunden oder 16 Stunden am Tag Kontakt mit der Umwelt. Das sind Milliarden von Belastungen für das Auge, aber das Auge kann ganz schnell das auflösen und umwandeln und aufnehmen. Und alles das ist ganz wichtig, wenn man über Augengesundheit spricht, dass man natürlich auch das Auge und jetzt kommt wieder die Leber mit all diesen ausreichenden Mikronährstoffen auch versorgen, die das Auge braucht. Okay, zurück zur Leber. Was sind
denn deine, wo du sagst, das sind die wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen, dass die Leber ja geschwächt wird, dass sie so stark unter Belastung steht und nicht mehr richtig hinterherkommt, obwohl sie eigentlich so ein starkes und Organ ist, was sich so gut auch regenerieren kann? Ja, also am meisten und am stärksten wird sie durch das Gefühl der Emotion Wut geschwächt. Ne? Also Wut, Stress, aber so im negativen Sinne, so die Faust in der Tasche, so dieser Rosenkrieg, der oft zwischen Menschen ausbricht, oder der Nachbar, der genau um 2 immer den Rasenmäher anmacht und meine Mutter hat doch jetzt gerade ihren Mittagsschlaf und ich bat schon 5-mal darum, es nicht um 2 zu tun. Das ist grausam. Also in dem Moment überträgt sich eine so große Anspannung auf die Leber. Das ist ja ein unglaublich durchblutetes Organ. Das sind alles kleinste Kapillaren. Das sind Gallenwege, die wie so Straßennetze zusammenkommen, die man ja als großen Gallengang nur im Ultraschall sieht. Die 100.000 kleinen Gallengänge kann gar keiner sehen. Das wird alles angespannt und damit stagniert die Leber. Also das kann sie nur bedingt kompensieren. Da gibt es Rückstau, da gibt es Abflussstörungen und dann steht die Leber eigentlich unter immensem Druck mit sich selbst, das, was sie alles tun sollte. Deshalb ist der größte Appell der Klärung, etwas zu klären, was es zu klären gibt und was es auch zu klären gilt. Und wenn es nicht zu klären gibt und nicht zu klären gilt, dann muss ich meinen Fokus auf die Einstellung verändern. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der ist verrückt geworden, der konnte nicht mehr, weil er seinen Schwiegervater gepflegt hat und der hat ihn nur böse beschimpft. Und der kam mit Kopfschmerzen, mit Müdigkeit, er kann es nicht mehr, er will es nicht mehr, er hat Durchfall und der, das war nur die hohe Belastung. Aber was ist denn das Positive, wenn Sie ihn pflegen? Naja, ich war vorher 2 Jahre arbeitslos und seitdem er hat die höchste Pflegestufe, habe ich Arbeit. Ich sage, dann betrachten Sie ihn als diesen. Und dann nehmen Sie doch mal alle Emotionen raus. Sie werden diesen alten, verbitterten Menschen nicht ändern und tun Sie doch einfach nur liebevoll Ihre Aufgabe. Als der alte Herr nach 3 Jahren verstarb, war tiefe Trauer bei ihm, weil er hatte sich einfach auf ihn eingestellt, er hat es nicht mehr bewertet, er hat es auch nicht mehr, und es ging ihm so gut 3 Jahre, dass er einfach traurig war, dass er sich am Anfang da irgendwo das so schwer tat. Also ich will damit nur sagen, dann ist es wichtig, einfach es auch so als gegeben hinnehmen und zu akzeptieren, wenn es nicht zu ändern ist. Aber das ist die Grundvoraussetzung, sonst muss man nicht versuchen, die Leber in allen Facetten mit Mikronährstoffen oder was es braucht zu belasten im positiven Sinne, wenn dieses Gefühl einfach präsent ist. Das ist die erste große Voraussetzung. Das andere ist, dass natürlich alles, was Toxizität ist, und wir sprechen heute, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber vor Jahren hieß es, 60.000 Toxine sind präsent. Ich denke, das wird nicht mehr reichen heute, aber es ist die Kumulation von ganz viel und die Leber ist eigentlich darin gar nicht angepasst. Also eine Art in der Natur hat sich über Jahrtausende immer wieder verabschiedet, wenn sie nicht adaptiert war ans Leben. Und ich habe da so meine Bedenken, weil das ist nicht zu schaffen. Die Leber ist ausgerüstet für die Binnenentgiftung. Und Binnenentgiftung heißt für das, was im Stoffwechsel anfällt. Also das viele Ammoniak, wenn ich viel Eiweiß esse, dass daraus Harnstoff gemacht wird und dann muss die Niere es als Harnsäure ausscheiden. Das sind Aufgaben, die stehen ihr zu, die kann sie tun. Sie kann auch Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Skatol, was durch eine Fett- und Eiweißverdauung kann sie entgiften. Aber jetzt soll sie das alles andere auch noch. Sie soll das Blei aus der schwarzen Haarfarbe, das ist doch drin. Das ist doch drin. Wenn ich hier schwarze Haare mir färbe, geht das doch über die Haarwurzel in meinen Körper.
Es geht auch der aluminiumhaltige Achselspray. Es geht der bleibelastete Markenlippenstift. Es geht, ach, ich weiß es doch auch nicht. Das ist das Leben. Und auf das Einfluss zu nehmen, heißt, meine Leber zu entlasten. Mhm. Und wenn ich noch Amalgam im Mund habe, muss ich jetzt nicht Bio einkaufen. Aber wenn ich all diese Dinge versuche zu reduzieren und auch noch ernährungsmäßig achte, dass es nicht 25 E-Nummern hat, dass es nicht mit Farbstoffen angereichert ist und, dann kann ich schon viel für die Leber tun. Und das andere ist, dass wenn ich natürlich auf der anderen Seite meine, ich muss jeden Tag mein Weinchen haben und ich muss ihn auch noch mittags haben und ich muss ihn auch 7 Tage die Woche haben, dann muss ich sagen, sie ist nicht dem jeden Tag gewachsen. Sie muss was anderes zurückstellen. Mhm. So viel Kapazität hat sie nicht. Und da ist das Glas Wein in einer unglaublich schönen Atmosphäre überhaupt nicht in Frage zu stellen. Aber Paracelsus hat schon damals gesagt, die Dosis macht das Gift. Und wir sind heute alle so rauf, immer wieder gut und schön und von allem reichlich. Und das ist für die Leber heute eine Belastung, die kann sie kaum kompensieren. Und damit geht sie selber ziemlich leise, unbemerkt, ich will nicht sagen in die Knie, aber sie signalisiert uns durch Symptome, dass sie Hilfe braucht. Mhm. Und diese Hilfe ihr zu geben, ich habe ja früher immer auch mit Menschen ambulant diese Leberentgiftungskuren gemacht, das sehe ich heute sehr, sehr, sehr anders. Also heute finde ich das immer wieder bewundernswert, wenn Menschen es sich wichtig sind, eine Woche Zeit für sich zu nehmen, wenn sie dafür Geld in die Hand nehmen, es für sich zu tun, und sie können die Prävention, die sie tun, im Sinne von Fürsorge nicht hoch genug einschätzen, was es für ihren Körper bedeutet, sich aktiv mal rauszunehmen und geschehen zu lassen, einfach nur geschehen zu lassen. Ich sage den Menschen immer, lassen Sie sich durch uns hier durch die Woche tragen, aber nehmen Sie auch hin, wenn Sie jetzt müde sind. Ihr Körper fühlt das jetzt, was wir hier auf den Weg bringen, mhm. wie die Leber entlasten. Und das kann auch bedeuten, dass Sie sehr müde heute Nachmittag sind. Dann legen Sie sich hier hin und schlafen Sie. Das können Sie sich im Alltag gar nicht erlauben. Aber den Wert, morgen wieder zu schlafen, von der Migräne nur noch ein Bruchteil belastet zu sein, von dem Blutdruck nicht mehr 3 Tabletten zu brauchen, nur noch eine und. Das ist ein Langzeiteffekt. Und das ist schon toll, wenn man das beobachten darf und auch das Bewusstsein der Menschen so groß ist, dass es ihnen oft wichtig ist, wirklich in der Frage der eigenen Fürsorge, denn ich muss, heute entscheide ich, wie es mir morgen geht. Mhm. Und wenn es mir immer erst einfällt, wenn es an die Tür klopft, dann, ich will nicht sagen, es ist zu spät, es ist ja Unsinn. Aber oft braucht der Mensch, entweder er fährt es gegen den Bug und dann läuten aber alle Glocken, oder er ist so bewusst und registriert die Dinge und sucht nach Lösungen. Und sehr oft ist das Verständnis dann natürlich auch sehr groß, die Dinge so erstmal in die Hände zu nehmen und zu verändern. Ja. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Ich kann ja vielleicht mal von meiner Beziehung zur Leber erzählen. Und zwar so das erste bewusste Ereignis, was ich da wahrgenommen habe, war, ich denke so mit 16, 17, ich hatte extrem starke Akne, auch schon über mehrere Jahre. Und irgendwann habe ich dann so ein Medikament bekommen namens Akenomin mit so einem Wirkstoff, der heißt Isotretinoin. Und ich wusste damals halt leider noch gar nichts über die ganzen Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall musste ich damals schon immer die Leberwerte kontrollieren lassen, weil das ja die Leber extrem schädigt, leider. Das war so meine erste Begegnung damit, aber natürlich die Akne wurde nicht ursachenmäßig behandelt und ging natürlich auch nicht weg. Wurde vor kurzer Zeit besser, was bei vielen so ist, kam danach eigentlich umso stärker zurück, weil man ja eigentlich dadurch die Ursachen noch mehr verschlimmert. Also die Leber ist ja auch da sehr stark beteiligt bei sämtlichen Hautproblemen. Ja. Und wenn ich die jetzt noch mal stärker belaste dadurch, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass die Symptome danach zurückkommen oder vielleicht sogar noch stärker zurückkommen.
Und ich konnte auch beobachten, dass ich habe es jetzt aber nicht mit irgendwelchen Zahlen dokumentiert, dass in diesem Zeitraum meine Sehleistung nochmal sehr stark runtergegangen ist. Und also ich könnte mir vorstellen, dass, weil es um meine Leber eh nicht so gut bestellt war, ich nicht so gut mit Nährstoffen versorgt war, dass auf jeden Fall meine Augengesundheit auch darunter gelitten hat. Deswegen habe ich vorhin auch noch mal so ein bisschen genauer nachgefragt. Ja. Und dann einige Jahre später bin ich dann auch auf die Leber gestoßen, auch wegen chronischer Müdigkeit. Ich war ständig krank und so weiter und so fort. Habe mich schon meine Ernährung umgestellt, schon andere Sachen gemacht. Und dann bin ich irgendwann auf die Leberreinigung gestoßen. Gibt es ja verschiedene ja, Anleitungen dazu oder Herangehensweisen. Und als ich das erste Mal durchgeführt habe, da habe ich mich dann auch so befreit gefühlt. Also ich habe so eine Entlastung gespürt. Aber ich habe auch gleichzeitig gespürt, dass es das nur der Anfang war, also dass da noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Das vielleicht so als kleine Einleitung zu dem nächsten Kapitel, was wir besprechen können. Und zwar, ja, wie geht man dann vor? Wir haben jetzt, wie geht man vor, die Leber wieder ja, in ihre alte Stärke zu bringen? Wir haben uns jetzt angeschaut, was sind die Aufgaben der Leber, was schädigt sie, an welchen Symptomen ist beteiligt. Sie beteiligt und jetzt wäre natürlich die Frage aller Fragen, wie kriege ich sie wieder so hin, dass sie ja, diese Leistung, diese Arbeit, diese tägliche Arbeit, stille Arbeit im Hintergrund verrichten kann, ja, so wie es eigentlich gedacht ist. Und natürlich ist der erste Schritt erstmal diese schädlichen Faktoren sich denen bewusst zu werden und diese Genau. sozusagen wegzulassen oder zu reduzieren. Und wie machen wir dann weiter? Ja, vielleicht darf ich einfach mal kurz berichten. Also wenn Menschen zu uns kommen, dann ist es ganz wichtig, dass sie sich für so eine Woche auch vorbereiten. Und die Leber hat eigentlich ihre höchste Umsatzleistung zu tun in dem Eiweißstoffwechsel. Deshalb setzen diese Menschen eigentlich 4, 5 Tage vorher wirklich mal das Eiweiß ganz stark runter. Ernähren sich hauptsächlich basisch, sehr viel aus Gemüse. Und was mir ganz wichtig ist, auch mal den Kaffee zu lassen. Wir wollen den Körper in eine tiefe Ruhe auch bringen. Das ist ja die Autonomie des vegetativen Nervensystems. Und allein das schafft schon für viele Menschen unglaubliche Migräneattacken. Das heißt, wenn der Kaffee reduziert wird, dann gibt es da eine Gegenregulation, die ist schon, da geht schon mancher durch die Hölle. Deshalb bitte ich eigentlich vor dieser Woche, dass man so leise, langsam den Kaffee absetzt, nicht sehr kurzfristig. Ist schon interessant zu beobachten. Und dann muss man natürlich die Stimulation auch des Gallensaftes, unser Körper braucht immer Stimuli. Also wenn wir keinen Sport machen, dürfen wir nicht darauf bauen, dass wir mit 60 noch die Treppen hoch und runter laufen. Wenn wir nicht die Muskeln trainieren, können wir nicht erwarten, dass wir auch Kraft, genug Ausdauer und genug Energie haben. Das ist eine Frage unserer Muskulatur. Das heißt, der Körper arbeitet in einer ganz großen Ökonomie, auch im Stoffwechsel. Und der würde nie investieren in mehr, wenn Sie es nicht brauchen. Wenn Sie den ganzen Tag sitzen und Fernsehen gucken, dann dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie schnell anpassungsfähig sind an irgendetwas, was jetzt von Ihnen gebraucht wird. Und das ist ganz wichtig, dass wir also den Gallensaft, darum geht es, auch in dieser Leberwoche stimulieren. Dazu braucht es natürlich Öle, da braucht es Fette, da braucht es Stimulanzen. Und es braucht natürlich auch etwas, was den Gallensaft stimuliert, und das sind Bitterstoffe. Bitterstoffe in Form von Wermut. Das ist nun mal eine der tiefst bittersten Urtinkturen. Wir benutzen Urtinkturen. Und wenn man sich Bitterstoffe auf die Zunge nimmt, das ist wie, das schüttelt einen. Aber dieses Schütteln entfacht ein Verdauungsfeuer. Der Körper fühlt sich angesprochen und produziert Verdauungsenzyme. Und vor allen Dingen jetzt gerade genug Gallensaft. Der Gallensaft wird ja in den Leberzellen gebildet, nicht in der Gallenblase. Das ist nur ein Reservoir. Deshalb kann man sehr schön leben, auch ohne Gallenblase, weil durch, wie gesagt, 100.000 Gallengänge der Abfluss in den großen Gallengang geht, und den sieht man im Ultraschall. Und diese Bitterstoffe sind immens wichtig. Die sind auch für den Normalverbraucher wichtig, weil wir in unserer Ernährung keine Bitterstoffe mehr haben. Und das muss nicht jetzt Absinthium sein, das kann auch Geranium sein, das kann Schöllkraut sein.
Das kann Schullidenium-Schöllkraut sein, das kann auch Cardius marianus, die Mariendistel sein. Es gibt also verschiedene gute, hohe Leberpflanzen. Das kann alles in Form auch Tee passieren, die gute Schafgarbe. Aber die Leber will da auch gefordert werden. Das stimuliert ihren Stoffwechsel. Und dann ist es so, dass alles, was die Leber, der Leber wohl ist, die innere Harmonie, deshalb sage ich das immer am Anfang, dass man die Freude mitbringt, dass man sich das wert ist, dass man das gerne jetzt tut und nicht jetzt rumzickt und sagt, oh Scheiße, ey, ich kann keinen Kaffee trinken oder Mensch, ach, schon wieder den dritten Tag Gemüse, alles unproduktiv, weil eine Emotion löst eine Spannung aus und sich darauf einfach jetzt mal einlassen. Das Geschenk bekommt man überdimensional zurück vom Körper und im Rahmen eines ganzen Lebens können jetzt mal ein paar Tage das auch ein bisschen anders verlaufen. Das ist ganz wichtig und deshalb setze ich das in Verbindung damals, wie ich mit Menschen sie begleitet habe. Es ist was anderes, dass ich mich aus meinem Alltag mal rausnehme und mich darauf konzentriere. Das ist nochmal eine ganz andere Kraft, die dahinter steckt. Weil jetzt kann die Leber auch öffnen, alles, was sie entspannt. Die Leber ist ein schwammiges Organ. Alles, was lokal als Wärme ist, jeder Patient macht abends zum Beispiel einen Schafgarbenwickel im Bett selbst. Wir arbeiten mit lokaler Hyperthermie, wir arbeiten mit Wickeln. Das sind alles Dinge, die der Leber gut tun. Das kann man sehr, sehr gerne auch zu Hause praktizieren. Weil die Leber nachts arbeitet, nach 24 Stunden bis morgens um 3. Weißt du eigentlich, warum sie nachts arbeitet? Vielleicht, na, um das, was am Tag sozusagen gemacht wurde, um das quasi zu Genau, ja, verwerten, und auch vor allen recyceln, Dingen, ja. genau, und vor allen Dingen auch, dem Körper steht ja nur so viel Energie zur Verfügung, wie er selber produziert. Haben Sie genug Muskeln, steht Ihnen mehr zur Verfügung. Und diese Energie lenkt er dahin, wo er die Prioritäten sieht. Und wenn man jetzt den Alltag eines Menschen betrachtet, dann hat die Natur das schon klug eingerichtet, dass dieses wichtige Organ oder diesem wichtigen Organ in der Nacht alles so weit zur Verfügung steht und woanders fährt sie die Energie runter. Das heißt, wir haben in der Nacht nur noch eine ganz langsame Herzfrequenz. Wir haben einen ganz anderen Atemrhythmus. Wir haben eine ganz andere, die Verdauung ruht und die Energie kann dahin provoziert oder gelenkt werden. So. Also Das wie so eine Mutter, wisst ihr, die ist auch so im Hintergrund, rattert die und ihr schlaft mal alles schön. Ich mache das schon für euch. Ihr seid alle von mir abhängig, meine Kinder und ich kläre das schon für euch, es sei denn, dieser Mensch hat auch eine gute Schlafhygiene. Ne? Man spricht viel zu wenig über eine gute Schlafhygiene und muss den noch gucken und noch einen zweiten Krimi. Und immer ist es nach 12. Das ist nicht gut für die Leber. Die will dann auch, dass du bereit bist, schon um 11, um 12, weil dann fängt sie an zu arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Ein Mensch, der nicht schlafen kann, hat da ein Problem. Und eine ganz schöne Rückmeldung ist, ich kann wieder schlafen. Was ist passiert? Ich kann wieder schlafen. Und Menschen, die jahrelang immer irgendwo eine kleine Hilfe auch brauchen dazu. Also, das ist schon etwas, wo ich beobachte, das kann man auch zu Hause machen. Man kann für diese Dinge für sich sorgen. Man kann auch am Abend noch mal einen Tee trinken, der den Körper in so eine gewisse Ruhe, Entspannung bringt, weil der Körper braucht für seine Hausaufgaben, braucht er die Ruhe. Großes kannst du nicht bei laufendem Motor erledigen. Großes wird in der Ruhe durch den Körper auch gelenkt und geleitet. Und desto mehr ich meinem Leben weniger Ruhe gönne, desto weniger kann er Kraft und Energie für diese Regenerationsleistung herstellen. Was ich ganz Ja? interessant fand, du hast gerade angesprochen, dass die Leber von 24 bis 3 Uhr so die Hauptarbeitszeit hat. Und was ich feststellen konnte bei meinen zahlreichen Leberreinigungen, ist, dass ich vor allem am Anfang immer Punkt um 2, so wirklich fast immer Punkt um 2 nachts aufgewacht bin. Wahrscheinlich, weil da so
gerade genau. so die meiste Arbeit gemacht wurde. Sozusagen, ja, und du darfst auch nicht unterschätzen, wenn, ja. wenn sie selbst überfordert ist, du hast ja gesagt, wenn man wieder diese Medikamente, dann ist sie selber so belastet, dass sie manchmal auch Dinge gar nicht für dich leisten kann und dann gibt sie sie wieder zurück. Und jetzt sind sie wieder im System und jetzt sind sie auch da. Also das ist die Toxizität, ist schon ein großer, großer, großer Punkt. Und Patienten, die hier sind, die müssen zum Beispiel morgens immer so ein Ölziehen machen. Und dieses Ölziehen benutzen wir Sonnenblumenöl, das ist angereichert mit verschiedenen Kräutern von der Hildegard von Bingen. Man kann jedes Kokosöl nehmen, man kann Sonnenblumenöl nehmen, man kann Sesamöl nehmen. Aber morgens 10 Minuten durch die Zähne, aufgestanden zur Toilette und sofort das Öl. Nicht 20, das gibt wieder eine Reintoxikation. Aber warum denn? Diese ganze Arbeit, die Leber nachts gemacht hat, die ist jetzt präsent. Und wenn ich morgens aufstehe, dann schlürfe ich nicht als erstes zur Kaffeemaschine und drücke darauf, sondern da sorge ich erstmal dafür, dass ich meinen Mund reinige. Und das kann ich durch das Ölziehen machen. Immer wenn das Öl Kontakt mit der Schleimhaut gibt, hat es eine Absorption ins Öl. Das ist hochtoxisch. Ich schicke ja alles sowas weg. Ich lasse ja alles untersuchen. Und diese Toxizität, die da sich jetzt sammelt in 10 Minuten, die habe ich auch nicht in die Toilette zu schicken oder in das Waschbecken. Das mache ich in ein Tempotaschentuch und schmeiße das auch weg. Und danach wird kräftig der Mund wirklich mit einer fluorfreien Zahnpasta oder ein bisschen Basenpulver auf die Zahnbürste und dann wirklich die Zunge mal schrubben. Das gibt ein wunderschönes, frisches Mundgefühl. Aber es macht keinen Sinn, die Leber zu entlasten und die Türen und Toren nicht zu öffnen. Deshalb müssen Patienten am Morgen, wie gesagt, dieses Ölziehen machen und trinken dann wirklich einen halben Liter mindestens Wasser, auch ein bisschen, es kann ruhig warm sein, warmes Wasser, bevor sie überhaupt sich annähernd am Frühstückstisch setzen. Was findest damit du? Damit die Nieren kräftig ausscheiden. Was findest du in dem Öl vom Ölziehen, was quasi wieder ausgespuckt wird? Das sind jetzt einfach Stoffwechselendprodukte, das sind Toxine, die da rauskommen. Das geht ja Schleimhäute. Das ist genauso, als wenn du ein Bambuspflaster unten an die Füße machst. Bambus hat eine hohe Affinität zu Aluminium. Wegen dem Silizium. Ja, also das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was da passiert. Und das Labor war, als ich das damals einschickte, noch nicht so in der Lage, Dinge zu untersuchen, die wir bestimmt heute untersuchen können, im Rahmen der Belastung mit Bisphenol A, Glyphosat und so. Aber ich will nur damit sagen, die Dinge sind so simpel, aber sie sind so wertvoll, wenn sie mit einer Kontinuität in den Alltag integriert werden. Okay. So. Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Einmal auf emotionaler Ebene, dann die Bitterstoffe, die natürlich aus den Lebensmitteln rausgezüchtet wurde, die man quasi gar nicht mehr so richtig in den Lebensmitteln drin hat, außer man achtet jetzt gezielt auf trinkspezielle Tees, nimmt Wildkräuter zu sich. Dann die Mundhygiene hast du auch gerade angesprochen. Und was wären so die nächsten Schritte, um ja die Leberentgiftung voranzubringen? Naja, also das, was ja so im Inhalt dieser Woche ist, ist vor allen Dingen auch die Kraft zum Beispiel der Galleproduktion wieder zu aktivieren. Denn ein Mensch, der eine Vielzahl von Symptomen entwickelt, hat im Vorfeld auch zu wenig Verdauungskraft. Man kann es übrigens sehr schön an den Augen erkennen, ob ein Mensch eine optimale Verdauungsfunktion hat oder zu wenig. Dann bildet sich oft um die Pupille so ein oranger Ring. Man nennt das iridologisch so eine zentrale Heterochromie. Dann ist schon die Verdauungsinsuffizienz in diesem Menschen präsent. Da weiß ich noch lange nicht, ob das zu wenig Gallensaft oder Bauchspeicheldrüsen ist oder Magensaft durch die vielen Magen, sogenannte Schoner, aber Magensäureblocker. Aber das sind Verdauungskräfte, die stehen dem Körper nicht zur Verfügung. Und der musste sich über Jahre daran anpassen. Wenn er das überfordert, kriegt er Symptome. Und so entscheidend ist ja dieser Gallensaft, weil der auch die Toxine aus dem Darm aufnimmt und ausleitet. Und dieser Gallensaft,
der wird ja in so einen Flasch nach Moritz zum Beispiel. Wir haben das hier so ein bisschen anders auch, wie wir es dosieren. Mhm. Aber es ist dieses Bittersalz, was dann getrunken wird. Es ist dieses Öl mit dem Grapefruit. Das gibt einen passagieren Druck auf die Gallengänge, dass sich das ganze System mal befreit. Und im Rahmen dessen entsteht eine neue Kapazität für die Leber natürlich auch selber. Mhm. Also das ist auch etwas, was man so, gerade wenn so nach Vollmond ist und Menschen tun das im Rahmen der Leberentgiftung auch zu Hause, unheimlich wertvoll an diesen Prozessen dran zu bleiben und sich den nächsten Tag frei zu nehmen, dann nicht ins Büro gehen oder zur Arbeit, aber nach Vollmond so einen Leberflush zu machen, beziehungsweise vielleicht auch an ein paar späteren Tagen einen Knoblaucheinlauf zu machen, um wirklich mal passagier diesem ganzen System mal immer wieder auch die Möglichkeit zu geben, sich richtig zu entlasten. Hm. Und da ist oft so eine alleinige Leberreinigung vielleicht nur ein Teil. Und der Effekt, du hast es so schön angesprochen, der ergibt sich nachherlich aus ganz anderen Dingen, dass man gelernt hat, man muss die hohen Fette reduzieren, man muss die zu vielen Ballaststoffe reduzieren, man muss den Frischkostanteil erhöhen, man muss auch die Menge an Wasser erhöhen. Also ich glaube, man kommt durch solche Dinge auch sehr schön auf Dinge, wo die Leber nach schreit, ja, wo die Leber... Wir haben noch gar nicht über Phospholipide gesprochen. Das sind ja bestimmte Fette und Ester, die die Zellmembranen brauchen. Die Leber hat den höchsten Bedarf, weil die so viele hochfunktionale Zellen hat. Und gerade diese Phospholipide sind im Eigelb. Also Menschen mit richtig neurodegenerativen Erkrankungen, die bekommen hier 6, 7, 8 Eigelb am Tag, führen das auch zu Hause weiter fort. Und ich habe meine ganz andere gesunde Einstellung zu Cholesterin. Da hat keiner ein erhöhtes Cholesterin. Ganz im Gegenteil, die Leber hat jetzt auch nach so einer Entgiftung eine unheimlich große Möglichkeit, seine eigene Zellfunktion wieder aufbauen und zu stärken. Mit noch dazu das Wissen, was braucht die Entgiftung? Habe ich hier einen Vitamin-B-Mangel? Reden wir von zu wenig Vitamin B12. Ne? Das ist ja auch vegan zu leben, ist wunderbar. Aber achtet bitte drauf, decke ich das? Reicht das, was ich über die Ernährung zu mir nehme? Die Leber kann ohne B12 nicht entgiften. Glutathion, das S-Adenosylmethionin, das ist also, dass das intrazelluläre Glutathion ausreichend zur Verfügung steht für die Entgiftung. Und das sind alles Dinge, die man auch als Mensch labortechnisch mal anschauen kann, die man untersuchen kann, aber die man auch sehr wohl, manchmal muss man gar nicht so viel nachdenken über Mikronährstoffe, vielleicht muss man erst mal in sich gehen und sagen, was tue ich hier eigentlich mit mir? Ich rauche, ich schütte tausende von Toxinen jeden Tag rein. Oh Gott, man muss es nur mal verinnerlichen, was man so jeden Tag mit sich macht. Und ich glaube, erstmal den Belastungsberg abtragen, um dann irgendwo zu sagen, und jetzt bist du dran und jetzt tue ich das für dich und für uns. Denn das ist schon ein gutes Gesundheitskonto, auf das man zurückgreifen kann, wenn man die Gesundheit der Leber im Fokus hat. Für alles, was es braucht, finde ich. Ja, kann ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Ich habe mich jetzt auch schon einige Jahre um meine Leber gekümmert und merke auf jeden Fall, dass es mir dadurch viel, viel besser geht. Und das. Und vor allem, wie schön du aussiehst. Ja. Ja, so von der Haut und so. Ja, ich hätte, also ich müsste jetzt spontan, kann ich dir auch mal, ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle finde, ein Bild, was ich mal schnell einblende, wo man mal sieht. Lieblich. Das, mit Akne, oder wie? Ja, genau, warte, ich hab's gleich. Ich bin ja auch dabei, mir eine kleine, wie nennt man das, Galerie anzulegen. Unglaublich, unglaublich,
wie Menschen sich auch verändern in allem, wenn sie sich jetzt bewusst in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich es gleich. Und zwar Vorhang auf. So. Siehst du was? Ja, na ja, das klar. Das war, ich schätze so mit 16, 17. Ich muss aber dazu sagen, das war schon so die bessere Zeit. Und die Kamera war sehr schlecht. Also es ist sehr stark. Nee, aber man kann schon wahrnehmen. Also. Ja, auf jeden Fall. Und also das waren alles riesige Entzündungen, riesige Eiterpickel sozusagen. Und ja, das hat wirklich fast 10 Jahre hatte ich das. Immer wieder Phasen, wo es besser und schlechter war. Und deswegen, also ich habe auch viele Zuschauer, Zuhörer, die halt von Hautproblemen betroffen sind. Und deswegen möchte ich auch jedem nochmal den Rat oder ans Herz legen, dass das auf jeden Fall sehr häufig was mit der Leber zu tun hat und man da ja auf jeden Fall einiges machen kann. Das war auf dem Rücken hatte ich es auch sehr, sehr stark. Aber das sind auch Bilder, die schon, also wo man nur erahnen kann, wie schlimm es mal war. Von den schlimmsten Zeiten habe ich keine Bilder. Ich schaue mal, das ist schon ein bisschen, ja, auch noch, es war so Anfang 20, auch noch sehr stark. Und genau, bei mir war es sogar so, dass ich, als ich angefangen habe, so ein paar Entgiftungsmaßnahmen zu integrieren, dass die Haut am Anfang sogar noch schlimmer wurde, weil noch mehr, der Körper hat angefangen, alles rauszuschmeißen. Und das ist auch wichtig, dass das Leute wissen, dass das teilweise vorkommen kann und man nicht denkt, okay, bin ich jetzt vollkommen auf dem falschen Weg. Also da muss man dann auch dranbleiben sozusagen. Ja, wir hatten jetzt neulich auch eine junge Frau, die dann auch so ganz, ganz tapfer und sagt, ich leide so unter meiner Haut auch immer wieder schlimm, schlimm, schlimm. Und das war so schön, sie zu erleben, wie viel sie über sich gelernt hat, wie viel sie jetzt verändert hat, wie schön diese Haut wieder wurde. Und man muss immer wissen, die Haut ist ein Spiegel des Inneren. Und wenn ich an der Haut Probleme habe, dann kann ich die nie lokal von außen klären. Ich bin ja auch so groß geworden, Haut, Cortison und so weiter. Aber das ist es nicht. Also man muss dann schon ziemlich tief gehen und den Darm sanieren und die Leber und. Aber das ist ein ganz schönes auch Behandeln, weil man sieht, wie sich das verändert, wenn der Mensch die Dinge dann in die Hände nimmt und ja unbewusst diese Dinge so hat selber entwickelt. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall auch für viele dann so eine Motivation, auch dann endlich mal anzufangen damit. Okay, wenn wir uns jetzt nochmal die Leberreinigung genauer anschauen, da gibt es ja viele Mythen, die sich da halten. Es gibt auch sehr viele verschiedene Ansätze. Du hast gesagt, ihr habt da schon so aus den verschiedenen Ansätzen, habt ihr das, was für euch am stimmigsten ist, rausgezogen. Kannst du vielleicht noch sagen, was bei euch so noch zentrale Aspekte sind? Und dann würde ich noch ein paar Fragen generell zur Leberreinigung stellen. So zu so ein paar. Ja, ich will das gar nicht überbewerten. Also wir integrieren Moritz Clark, Anthony Williams. Wir haben die Ölmengen etwas reduziert. Die Patienten erhalten eine ausschließlich basenreiche, eiweißfreie Kost. Sie trinken keinen Kaffee. Kaffee-Einläufe? Wie? Sind Kaffee-Einläufe Teil eurer? Ja, Kaffee-Einläufe gibt es am Ende, den Kaffee-Einlauf. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, man kann das ja nicht auf die Leber reduzieren. Es ist ja eine Entgiftungswoche. Und deshalb ist ganz wichtig auch Kolonhydrotherapie. Deshalb ist ganz wichtig lokale Überwärmung. Deshalb ist ganz wichtig auch diesen Entspannungscharakter wirklich bindegewebsmäßig zu unterstützen. Wir haben so eine Vichy-Schauer, so eine Dauerbrause, wo über Wasser so das Bindegewebe sich aufmacht. Also für mich ist das schon so konzeptionell überhaupt nicht starr. Wir haben immer wieder versucht zu verändern, anzupassen, aber man verlässt auch bewährte Wege nicht. Und das, was ich beobachte, ist so wirklich tief für mich oft beeindruckend, dass ich einfach nach wie vor immer wieder diese Dinge in der zentralen Funktion an den Anfang setze.
Dann würde ich jetzt mal so ein paar kurze, knappe Fragen stellen und du kannst ja kurz und knapp darauf antworten, Ganz kurz und knapp. was deine Meinung oder deine Erfahrung dazu ist. Welches Öl nehmt ihr dann? Nehmt ihr Olivenöl? Nehmt ihr Distelöl? Da gibt es ja auch Wir nehmen verschiedene. das, für den Flaschen nehmen wir das Olivenöl, Für den ja. Flaschen nehmt ihr das Olivenöl. Okay. In der Vorbereitung gibt es ja auch verschiedene Ansätze, um das, was in den Gallengängen drin ist, wie auch immer man das bezeichnen mag, um das schon mal so ein bisschen aufzulockern, sage ich mal. Es gibt Apfelsaft, was zum Beispiel Andreas Moritz empfiehlt, was ich ein bisschen kritisch sehe, diese großen Mengen an Apfelsaft, was vielleicht auch manche Leute nicht vertragen. Es gibt die alternative Apfelsäure, es gibt spezielle Tees, es gibt zum Beispiel Chancapietra-Tee, den Steinbrecher-Tee. Was hat sich so bei dir herauskristallisiert, wo du Na, wir sagst? arbeiten eigentlich mit vielen Dingen. Wir arbeiten schon auch mit Apfelsaft, den wir aber auch verdünnen. Der macht so die Schulmikronen und das Ganze sehr weich. Aber wir arbeiten auch mit Cranberry-Saft. Wir arbeiten mit Apfelsäure. Ist bei Diabetikern, bei Tumorpatienten muss man das schon berücksichtigen. Aber ich passe das eigentlich immer individuell an. Okay. Bittersalz nehmt ihr auch, ist auch fester Ja, Bestandteil. Es gibt auch genau. Leute, die eher auf Cassia Fistula, hast du bestimmt auch schon mal gehört, schwören. Ja, wunderbar, wunderbar, geht auch, gar keine Frage. Es geht auch mal hochdosiert Magnesium, wenn das mit dem Bittersalz keine Option ist. Aber da gibt es auch verschiedene Dinge, die wir dann individuell entscheiden. Du meinst Magnesiumcitrat, gebt ihr Zum dann hochdosiert. Beispiel. Weil das Bittersalz ist ja auch eine Magnesiumverbindung, ich glaube Magnesiumsulfat. Sulfat. Ja. Okay. Gibt es noch spezielle Nährstoffe, die ihr vor diesem Flush zum Beispiel zuführt, wie zum Beispiel Cholin oder wie spezielle Kräuterextrakte, was weiß ich, Mariendistel, Löwenzahn, Artischocke? Nee, der Patient erhält eigentlich nur die Bitterstoffe. Okay. Ja, und diesen Prozess muss der Körper jetzt alleine entlastend tun. Okay. Danach wird er natürlich wieder aufgebaut und danach wird er wieder auch unterstützt. Und dadurch, dass er auch bei uns natürlich Hochdosis von Vitamin B12 enthält oder aktiver Folsäure oder hochdosiert Vitamin C oder alles, was die Entgiftung auch ankurbelt, kriegt er per Infusion. Lymphmittel, Nierenmittel, Lebermittel, das erhält er in Form der Infusionen, nicht oral. Also könnte jeder, der sich einigermaßen darauf vorbereitet, so einen Leberflush, so eine Leberreinigung durchführen? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagst, nee, da muss erstmal noch an anderen Baustellen gearbeitet werden? Das weiß ich ja nicht, ob es andere Baustellen gibt. Ja. Aber diesbezüglich zu Hause sich, es ist nicht das Gleiche, wenn man es zu Hause natürlich im Rahmen seines Alltags tut oder einfach mal am Wochenende. Aber es sind die richtigen Schritte. Es sind die richtigen Schritte und man muss das schon mal auch erleben, was es bedeutet. Wir führen ja beide, Ulf und ich, diese Leberentgiftung schon, ich glaube, mindestens 20, 30 Jahre, schon immer zweimal im Jahr, immer einmal vor Ostern die Woche und einmal im Herbst. Das ist überhaupt nicht mehr spektakulär. Aber es ist einfach das ganze System in einen Fluss halten. Und ich glaube, Menschen, ich werde immer gefragt, wie oft sollte man das machen? Das kann sein, dass es öfter am Anfang ganz wichtig ist, weil sie haben die und die Beschwerden, die Erkrankung. Aber präventiv ist das völlig in Ordnung, einmal im Jahr zu machen. Richtet sich ja danach, wie hoch ist der Druck, wie hoch kommt der Stress? Ist es besser, das nochmal im Herbst zu tun? Oder geht es mir gut und ich mache es nur einmal im Jahr oder alle 2 Jahre? Also es richtet sich ganz doll auch nach der Indikation. Kann man es damit auch übertreiben, wenn man aber das Bedürfnis, das Körpergefühl hat, okay, das würde mir jetzt gut tun. Das wird ja zum Beispiel empfohlen von zum Beispiel Andreas Moritz, das monatlich zu wiederholen am besten. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht. Ich habe das 20 Monate in Folge gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, es tut mir so gut, habe ich jeden Monat das gemacht. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das wäre vielleicht too much für den einen oder anderen. Naja, wie so alles im Leben ist es gar nicht für alle auch das Gleiche. Also man muss das schon gucken und der Körper antwortet dir doch. Und mit jedem Mal, wo man merkt, man kommt in eine weitere gesundheitliche Stabilität, war das der richtige Weg. Und ob es nun dann jeden Monat ist oder jeden zweiten Monat,
Das muss man sich anpassen. Ein Mensch, der sich gesund fühlt, der stark ist, der dasteht, der eine Meinung hat, der es durchzieht, der entschlussfreudig ist, der hat ja Kraft und Energie und der tut es ja dann aus Fürsorge. Und der wird es bestimmt nicht jeden Monat brauchen. Aber wenn man einen Körper wieder zurückholt, weil hinter einer Akne stecken sehr viele Entgiftungswege, die schon lange nicht mehr ihre Arbeit machen, aber alle voneinander abhängig sind, der ist gut beraten, die Dinge dann auch fortzuführen. Und da habe ich hier so große Geschichten erlebt, weil einfach die Menschen haben es regelmäßig weitergemacht. Mm-hmm. Ne? Okay. Toll. Es gibt ja auch so Kritiker dieser Verfahren, wo so, sagen wir mal, der Konsens ist, das, was dort ausgeschieden wird, ist quasi nur eine Zusammensetzung aus dem, was eingenommen wird. Wie siehst du das, beziehungsweise wie kannst du das so mit deinen Erfahrungen abgleichen, was es auch den Leuten gebracht hat? Erstmal musst du ja verstehen, dass es schon so auch ist. Das heißt, es ist klar, es ist doch die Menge Öl, die muss ja irgendwo wiederkommen. Die verbleibt ja nun nicht hundertprozentig im Körper. Und das, was teilweise Menschen auch rausbringen, ne, das wird ja teilweise auch, kann gesiebt werden. Das sind ja solche, es sind nicht Steine, sie sind sehr weich, diese Schüttelmikronen, die die Gallenwege dann auch verschließen. Es gibt Patienten, die bringen mir spitze Steine, wirklich richtige Konkremente, nächsten Tag mit hier in die Sprechstunde oder sie fotografieren das. Also soll doch bitte jemand etwas beurteilen, der es auch tut und nicht so aus der Entfernung etwas bewerten, wo er eigentlich die Hochwertigkeit so einer Methode gar nicht beurteilen kann, weil er steckt da nicht im Thema. Mhm. Mir ist es auch ein bisschen wurscht, wie jeder darüber denkt. Ich sehe einfach, was sich verändert im Verlauf einer Erkrankung, von welchen Dingen sich der Körper ganz automatisch verabschiedet. Und es war ein wichtiger Weg, genauso wie es ist, auch bei einer parasitären Belastung erstmal den Biofilm loszuwerden, die Resorptionsverhältnisse zu klären, dass der Darm wieder in der Lage ist zu atmen, seine Aufgaben zu machen, sein gesundes Mikromilieu wieder aufzubauen. Das sind schon alles ganz große Dinge, die einfach auch mal dran sind irgendwann. Ne? Wir leben ja in diesen Kulturen nicht mehr ein Fasten. Viele Menschen tun das wunderbar, aber das ist nicht der Alltag, das ist nicht die Normalität des Menschen. Es ist immer nur jeden Tag gut sein, genug sein. Und das muss doch auf der anderen Seite ein Ungleichgewicht bringen und auch mal Entlastung brauchen dürfen. Das ist schon alles ganz sinnvoll. Was ich noch dazu sagen kann, was ich recht spannend fand, ich habe mal an einem Abend, wo ich mich auf diesen Leberflush vorbereitet habe, aber noch nicht dieses Grapefruit-Ölgemisch zu mir genommen habe, aber schon Bittersalz und auch 2 Wochen vorher den Steinbrecher-Tee, also den Chanka-Pietra-Tee getrunken habe, habe ich diese Ausscheidung gehabt, die normalerweise erst am nächsten Morgen Vormittag rauskam, also diese grünen, gelblichen Steine in Anführungsstrichen, die weich sind. Aber die kamen schon raus, bevor ich das Öl überhaupt zu mir genommen habe, was schon für mich diese Theorie widerlegt hat, dass das quasi nur ein Verseifungsprozess ist und man quasi überhaupt nichts für den Körper Gutes tut, sondern vielleicht ihn sogar noch belastet damit. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Okay, wenn wir, du hast vorhin über die Phasen der Entgiftung gesprochen, der Leberentgiftung, und auch, dass quasi dazwischen drin sehr giftige Substanzen entstehen, was dann von Nachteil werden kann, wenn eine Phase funktioniert, aber die andere nicht so funktioniert. Richtig. Was sollte man diesbezüglich wissen oder was sollte man diesbezüglich beachten? Ja, man kann das untersuchen lassen. Man kann untersuchen lassen, wie ist der Glutathionstoffwechsel. Und man kann sehr viel Information labortechnisch erhalten, ob auf dieser Ebene der Körper wirklich eine optimale Entgiftung überhaupt bereitstellen kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass man
wirklich auch klären muss. B12 spielt eine zentrale Rolle. Man kann sehr schnell wissen, ob der B12-Stoffwechsel im Gleichgewicht ist. Das kann man weniger am Labor machen im Blut. Ich finde, es ist besser, es über die Methylmalonsäure im Urin zu kontrollieren. Dann weiß ich nämlich, wie viel B12 bleibt der Zelle. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das Vitamin B12 im Blut hat einen sehr großen Toleranzbereich. Und wenn das da in einem unteren Drittel ist oder in der Mitte, sagt man, alles gut. Der muss ganz oben sein oder vielleicht noch höher. Das heißt, dann habe ich die Gewähr, dass zellulär auch genug da ist. Dann gibt es die Folsäure. Es braucht die wirklich aktive Folsäure. Die Folsäure muss ja in die aktive Form umgewandelt werden. Das ist das Vitamin B9. Und es gibt sehr viele auch hier Störungen, die wir erleben bei Menschen, gerade in der Entwicklung, auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, die diesen Umwandlungsprozess nicht machen. Deshalb gehen wir hier gar nicht in das Risiko, sondern geben allen Menschen dieses MTHFR, die aktive Folsäure. Aber das kann man alles mal auch wissen und untersuchen. Dann hat man nämlich die Gewähr, dass auch hier eine optimale Leberfunktion vom Körper gewährt wird. Und das sind Dinge, die wir auch als essentielle Aminosäuren, ganz wichtig, ne, Methionin, all die Aminosäuren, die die Leber braucht, die müssen wir aufnehmen. Also ohne Eiweiße funktioniert es leider nicht. Und auch das kann man untersuchen lassen, aber dafür kann man auch Sorge tragen. Und ja, das ist schon ganz wichtig. Okay. So. Dann vielleicht noch als letzte Frage, jetzt in Bezug auf die Leberreinigung. Hast du ja am Anfang angedeutet, dass ihr häufig da anfangt, sozusagen, dass das häufig euer Startpunkt ist. Kannst du vielleicht noch begründen, warum ihr das so macht? Weil einige fangen zum Beispiel an, erstmal bei dem Darm diesen zu behandeln und dann später zu der Leber zu gehen. Naja, also der Darm ist die zentrale Wurzel bei der Pflanze Mensch. Aber letztendlich ist die das Organ, was für das gesamte Geschehen überhaupt sorgt, die Leber. Und wenn man eine Leberentgiftung macht, hat man natürlich den Darm im Blick. Der wird entlastet durch Einläufe, durch Kaffeeeinläufe, Zitroneneinläufe, Kolaneinläufe mit Salz, wie auch immer, und Kolonhydrotherapie. Aber der Darm ist ja das Organ, was der Leber vorgeschaltet ist. Ne? Deshalb ist das schon natürlich die entscheidende Frage. Hier muss es jeden Tag rausgehen. Über einen Einlauf schafft man dem System keine Abhängigkeit. Jede Einnahme eines Abführmittels kann irgendwann eine Abhängigkeit schaffen. Aber wenn die Leber für alles das, wofür sie auch immer mitverantwortlich ist, in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächt ist, dann darf man nicht erwarten, dass man den zweiten Schritt vor dem ersten machen kann. Das wird nicht funktionieren. Deshalb ist es mir ganz wichtig, die Menschen, die hier 2 Wochen zu uns kommen, kommen manchmal für die erste Woche Diagnostik. Und dann bereiten wir sie schon vor, um in der zweiten Woche die Leberentgiftung dann durchzuführen. Das heißt, sie gehen nicht nur gereinigt und nicht nur entlastet und nicht nur gestärkt, sondern sie gehen auch jetzt durch das Wissen, was sie in der ersten Woche durch die Untersuchung erfahren haben. Da mache ich den Vorbereitungsprozess zum Beispiel hier, weil hier können sie sich an den Tisch setzen, hier brauchen sie nicht überlegen, welchen Tee muss ich kochen, welches Gemüse sollte ich essen oder so, die Basenbrühe zu tun und so weiter. Und das sind schon alles ganz tolle, wertvolle Dinge, finde ich, die man machen kann und die dann auch entscheidend dafür sind, dass irgendwo wieder eine neue Regulationskraft in diesen Körper reinkommt, der ja 24 Stunden eigentlich nur eins will, der will irgendwo wieder Balance haben. Und es ist nicht so schön, dass wir glauben, weil das so ist, ist das denn so. Sondern wir müssen diese Dinge und diese Fehler und diese Entgleisungen, die müssen wir erkennen. Dafür sind wir Ärzte da. Sonst brauchen wir doch, wozu sitzen wir da? Wir sitzen doch nicht da, um dir was geben für die Kopfschmerzen. Du willst sie doch loswerden, weil du sagst, du hast sie immer wieder vor der Regel oder wenn das Wetter verändert. Und da kann ich auch mal was geben. Du sollst nicht leiden, Patient.
aber wir müssen es doch lösen. Wir müssen doch lösungsorientiert arbeiten. Und dafür braucht es Wissen und Erfahrung, aber dafür braucht es den aktiven Handelnden. Und ich finde, als Arzt haben wir die Aufgabe, diese Lust auf Gesundheit zu vermitteln. Denn du hast ja eine Lust verspürt. Du hast gesehen, was du erreichst, wie du immer schöner wurdest und so. Und das hängt ja auch viel mit Liebe zu sich selbst zusammen, Engagement, das einem wichtig ist. Und dann kommt man da richtig vorwärts. Richtig vorwärts, und vor allem geht man vielen Dingen aus dem Leben. Ne? Also ich sage manchmal den Menschen, wenn sie das jetzt nicht, also ich sage das hier selten, weil die Menschen, die hierher kommen, die sind hochmotiviert, aber kann ja mal jemand sein, der sagt, nee, also das ist ja, also darauf soll ich verzichten. Dann sage ich, wissen Sie, also Ihre Sache würde ich nicht haben wollen, bei aller Liebe. Entscheiden Sie es, ist nicht meins. Entscheiden Sie, aber es gäbe einen Weg raus, aber der braucht Sie. Und wenn Sie meinen, dass das nicht möglich ist, dann lassen Sie es doch sein. Dann bin ich aber wahrscheinlich auch jetzt nicht die Richtige. Aber es ist sehr, 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 sehr selten. Aber wie weit man kommen kann, das ist schon toll zu beobachten. Durch kleine Dinge, ne? Wir haben ja nicht hier Umwerfendes und Großes besprochen. Wir haben ja einfach nur dem Leben ein bisschen Unterstützung wieder gegeben, das Leben entlastet. Und das Leben ist für uns Menschen auch heute ein ganz anderes geworden. Und unterschätze nicht die ganze Frage Elektrosmog, WLAN und all die Dinge. Das sind wirklich Brandbeschleuniger, die viele Prozesse eher noch mehr blockieren oder negative Rückkopplung eher noch mehr forcieren. Und das geschieht alles in uns, ohne manchmal laute Worte. Aber irgendwann spricht der Körper mit dir. Und wenn du, Mensch, diese Sprache nicht verstehst, dann musst du einfach es akzeptieren. Und ich finde, wir müssten alle Körpersprache mehr lernen. Wir müssten Symptome verstehen lernen. Und nicht, dass sie nur uns dazu dienen, das entsprechende Gegenmittel zu verordnen. Das ist ziemlich klein gedacht und auch für mich zu oberflächlich. Ich möchte nicht so, dass man mit mir auch umgeht, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass da generell auf vielen Ebenen ein Umdenken stattfindet. Ich hatte zwar gerade schon gesagt, letzte Frage, aber vielleicht jetzt nochmal allerletzte Frage, weil das ist ein bisschen untergegangen, und zwar das Thema Parasiten. Vielleicht kannst du nochmal ganz, ganz kurz die Brücke zwischen der Leber, Lebergesundheit, Leberbelastung und der parasitären Belastung schlagen, was es da so für Zusammenhänge gibt. Wir haben ja schon in anderen Interviews ganz ausführlich drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Das ist ja schnell zu beantworten. Also Parasiten, das Ganze beginnt immer eigentlich erst im Darm. Und da ist ganz viel Platz. Och, ist da Platz. Das ist alles offen. Also die können wunderbar hoch in die Gallengänge. Da gibt es so viel Platz. Die können auch ganz schön hoch in die Bauchspeicheldrüsengänge. Da ist ganz viel Platz. Und dann heißt es immer, ich bin auch schwach auf meiner Bauchspeicheldrüse. Ich muss Enzyme nehmen. Ich habe immer irgendwo Blähungen und so weiter. Ja, man hat festgestellt, ich habe zu wenig Bauchspeicheldrüsenenzyme. Ja, warum denn? Ne? Und da kommen Parasiten ins Spiel, Verdauungsstörungen und auch die Beeinflussung dieser Organe, des Dünndarms. Wer kümmert hier noch um den Dünndarm? Und da spielen Parasiten eine ganz große Rolle. Also Spulwürmer legen 200.000 Eier am Tag. So. Und das sind so ganz kleine, ich habe es vorhin schon gesagt, Fischbandwurm, 20 Meter lang, 17, 20 Meter. Das ist Platz. Da merkst du hier anfangs gar nichts, aber langsam, das sind auch hohe Toxine, das sind Larven, die immer wieder neu, das sind auch Übertritte wieder zurück in die Fortader und zur Leber, und da spielen Parasiten eine ganz große Rolle und wir müssen uns arrangieren mit ihnen. Ich will denen auch nicht schlecht reden. Parasiten sind schon viel älter als die Menschen auf der Welt und die haben uns auch stark gemacht, aber ab einer gewissen Größe fühlt sich unser Immunsystem dem nicht mehr gewachsen. Das heißt, auch hier Klarheit zu haben und eine parasitäre Belastung,
Das sind alles Resonanzmessungen, das sind alles energetische Messungen, aber wir kommen enorm voran mit diesen Messungen. Und eine Entlastung einer parasitären Last, das öffnet ja unglaubliche Türen, auch natürlich für die Organe Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, die alle miteinander da zu tun haben. Und abschließend noch bitte der größte Appell mit dem Pantozol, diese Magenschoner, die natürlich so viel Magensäure blockieren, dass wir gar keine Vorabwehr für Parasiten haben. Das ist noch die einzige, die einfach einen Schutzriegel sagt, du nicht. Und die winken wir alle hinein. Die winken wir alle großzügig hinein und wundern uns, dass auf der anderen Seite diese Dinge auch Neurodegeneration provozieren, auch Tumorerkrankungen entwickeln lassen. Und wenn man diese Zusammenhänge natürlich erlebt hier, wie sie sich gemeinsam irgendwo eher das ganze System schwächen, ein Parasit schwächt, der lässt nicht abfackeln das Haus, der schwächt, dann wird man demütiger dem Leben gegenüber und versucht, Mechanismen zu entwickeln, die wirklich entlasten. Und ich erinnere mich vor Jahren an eine Patientin, die hatte wahrscheinlich eine ganz hohe, schwere Parasitose, die wir nicht damals gemessen haben. Das konnten wir damals noch nicht. Und die machte die Leberentgiftung und die wurde ganz krank. Das heißt, ich habe an diesem Fall sehr viel gelernt, wie wertvoll es ist, das auch zu wissen, dass man nicht einen Prozess einfach mal so aktiviert und dann geht er hoch. Das war mir damals eine sehr, sehr wertvolle Beobachtung auch. Der Patientin geht es wieder gut und alles gut, aber diese Erfahrung auch zu haben, solche Dinge auch wirklich zu kennen, zu verstehen und manchmal auch so eine Leberentgiftung voraus zu analysieren und vielleicht auch zu therapieren, bevor man so eine Leberentgiftung macht. Das heißt, da muss jetzt niemand auf einmal Angst haben, so will ich das jetzt nicht verstehen. Aber es tut schon gut, wenn man genau weiß. Und manchmal ist es auch so hier, die Leute kommen zur Leberentgiftung, ich entscheide das, es ist nicht gut. Lassen Sie uns die Dinge anders erstmal anschauen, weil die Klinik es irgendwo analysiert, weil die Untersuchung es bestätigt. Und da gibt es wirklich kein Schwarz-Weiß-Denken. Da geht es immer um jeden Einzelnen und das muss man gut einschätzen. Okay. Dann haben wir das wichtige Thema auch nochmal integriert. Zum Schluss, für diejenigen, die das mehr interessiert, da gibt es auch noch andere Interviews mit der Dr. Petra Wiechel und auch mit der Dr. Friederike Wiechel zum Thema Parasiten. Kann ich euch ja unter dem Video verlinken oder unter dem Podcast. Und ja, eure Klinik findet ihr auch und also den Link zur Swiss Mountain Klinik findet ihr auch unter dem Video verlinkt, falls ihr Interesse habt, da mal so eine Leberentgiftungswoche zu praktizieren unter professioneller Anleitung, dann werdet ihr auch fündig unter diesem Video und könnt da euch anmelden dafür. Okay, vielen Dank, liebe Petra. Sehr gerne. Ich denke, da haben wir jetzt ein bisschen Licht in das noch teilweise dunkle Thema der Leber gebracht und war auf jeden Fall sehr interessant und ich denke, die Zuschauer, Zuhörer konnten sehr viel dazulernen und verstehen jetzt auch, warum es wichtig ist, warum es heutzutage wichtiger denn je ist, sich um seine Lebergesundheit zu kümmern und auch was jeder selber zu Hause auch dafür machen kann. Schön. Okay. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.